Was geht ab, Friends? Wir sind jetzt in der Spider-Man Exhibition. Unnormal cool. Sehr, sehr geil. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Eindrücke. Das ist sozusagen eine Exhibition dafür, dass Spider-Man ja einfach so populär ist und natürlich auch das Hi. Jubiläum ist. Hier gibt es alles Mögliche, wie zum Beispiel unter anderem, guckt euch das mal an. Wie geil, bitte. Ah, perfekt, man sieht nichts. Ich zeige euch auf jeden Fall jetzt ein paar Eindrücke, wie es hier aussieht. Ja, bin sehr gespannt, wie ihr es findet. Ich wünschte, sowas würde es auch in Deutschland geben, einfach damit wir Fans auch mal auf unsere Kosten kommen. Oder von Animes in Japan gibt es ja das One Piece Museum und so weiter. Eva bereitet sich seit 20 Minuten auf ihren nächsten... Ja, er sitzt so, ja. Also mit den Händen vorne? Ja. Guck doch einfach überall. Irgendwo muss es eine Position von ihm geben. Auf jeden Fall ist es super, super, super cool hier. Es macht... In mir geht gerade ein kleiner Junge auf, dass wir hier sind. Es ist so geil und wir haben nur den Anfang gesehen, nur diese Halle bis jetzt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr sowas cool findet. Seid ihr Fan von Spider-Man oder nicht? Und wir haben auch richtig coole Bilder gemacht, die blende ich auch noch ein. Das Foto machen. Für den einen oder anderen, der es nicht wusste, das war die ursprüngliche Version von 1961. Für alle Comic-Liebhaber, ich bin ja auch selber ein Sammler von diesen CGC-Comics, diese gegradeten. Das erste Amazing Spider-Man von 1963. Wow. Mit dem Fantastic Four zusammen. Auch so ein berühmtes Cover, wie Spider-Man seinen Anzug praktisch an den Nagel hängt. Es sieht so cool aus hier. Wow. Es kann sein, dass diesen Vlog wahrscheinlich nicht so viele fühlen werden. Für mich persönlich ist es wahrscheinlich einer der interessantesten und auch der schönsten, denn das ist so meine Liebe. Ne? Also ich liebe Comics, ich liebe Animes, ich liebe Marvel, DC und hier zu sein ist einfach so unglaublich geil. Also wirklich so, so unglaublich nice. Ich bin echt happy. Ich raste aus. Ey, es ist so geil, Freunde. Es ist so, wie findest du es? Mega nice. Es ist so und oh mein Gott, Spider-Gwen. Spider-Gwen ist auch so cool, das ist die alternative Geschichte, wo nicht Gwen, wo nicht Peter Spider-Man wird, sondern Gwen. Gwen Stacy, wisst schon, First Love und so. Also First Really Love, da gab es ja noch die ganzen anderen, Betty und so, aber ihr wisst, was ich meine. Wie cool sieht das aus? Guckt euch die ganzen einzelnen Spider-Mans an. Ich dachte gerade, du bist ein Fremder und ich wollte dich fragen, ob ich ein Bild von dir machen soll mit diesem Ding, weil du so Selfie-Vibe standest. Ich bin halt gehypt, was soll ich machen, ja? Das ist so cool.
Boah, ich habe mich als Spider-Man gefunden. Spaß. Hier sind auch nochmal die ganzen Logos aus dem Spiel, die Peter damals gemacht hat. So cool. Wie cool. So geil, ey, ich bin so happy. Wow. This is the end. Ich bin im Spider-Man Store gelandet. Das ist vorbei. Ihr wisst alle ganz genau, ich bin der größte Spider-Man-Fan überhaupt. Überhaupt. Das ist jetzt. Das ist es jetzt. Ich zeige euch gleich meine Einkäufe. Unpopular Meinung, The Amazing Spider-Man, unglaublich cool. Andrew Garfield, Spider-Man. Das ist der Suit. Junge, du tust mir so leid. Du hattest den, ist der Suit, ne? Du hattest den größten, ja, du hattest den größten Herzschmerz von allen Spider-Mans. Den größten Herzschmerz, mein Freund. Ich glaube, jeder weiß, welche Szene ich meine, oder? Ich habe mir 3 T-Shirts geholt, 2 Bücher und noch was Kleines für meinen Neffen. Und jetzt fahren wir los, ne? Ja. Es geht weiter Richtung Los Angeles, wieder zurück. Wir waren jetzt in San Diego und ich freue mich sehr darauf, dass wir backfahren. Oh, es war so schön. Es hat so Spaß gemacht. Wir können auch zu Pac-Man gehen, ja. Nochmal ein ganz kleiner Real Talk am Rande. Schaut alle Marvel und DC oder lest die Comics. Es lohnt sich. Pac-Man Area. Auch super cool. Ach, hier sind die ersten, ne? Hier sind die ersten Konzepte von Pac-Man. Das stelle ich mir vor, Thomas in deiner Jugend damals gemacht. Hat er auch. Thomas ist unser älterer Bruder, by the way. Ah, hier spielen überall kleine Kids. Sehr, sehr cool. So Leute, wir waren gerade bei dem Museum. Jetzt geht's back nach L.A. Weird, dass ich sowas sage. Als Berlin City Girl. Aber es geht back nach L.A. Ich bin so happy. Das war so cool. Gerade ist mein Bruder der Jüngere von uns beiden. Das Auto hört sich an, als ob es gleich explodiert. Jedenfalls, das war super nice, super cool, super fresh. Will you still love? Halt deine Schnauze jetzt! Ich kann das nicht mehr. Little do you know how I'm breaking my policy. Ich sehe es jetzt schon kommen. Was? Nee, das A und O. Wo? Sie werden sich verlieben, ja, dann sind wir nur noch 2. Nein, oh, Eva, du bist so schlecht. Hör mir zu. Ich sehe es jetzt schon kommen. Was? Sie sind. Das was? Was war's? Ich will gerade raus. Kann es wirklich Liebe sein, wenn something Abend bin? Die Harmonie voll tiefer Friedlichkeit mit allem, was sie sind.